Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Furui Senkai. So, wir kommen in der Krankheitsedition wieder mal. Alter, mich hat's richtig erwischt. ja, ich hatte mir gerade überlegt, so spielst du jetzt Elder Scroll oder spielst du Pokémon? Ich habe mich für Pokémon entschieden, weil die Aufnahmen kürzer sind als die von Elder Scroll. Deswegen kann ich da dann spontan sagen, so, ne, Schluss. So. Wie ich das sehe, waren wir hier beim Arenaleiter. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen blind da rein. Ich bin Simon, der Arenaleiter von Dressrosa City. Dressrosa. Du hast dich durch die Wüste meiner Arena gekämpft und bist zu mir, der roten Oase, durchgedrungen. Doch diese Oase ist nur eine Herausforderung. Erst nach unserem Kampf wird es dir erlaubt, dich auszuruhen. Mach dich bereit. Gut. Ach, das sieht aus wie dieser Pokémoniac, an dem man einfach so einen Kopf drauf geklebt hat. Schick. Und ich habe natürlich das falsche Pokémon vorne. Yay. Das ist doch total bescheuert. Oh ja. Aua. Ich brauche Dings noch. Deswegen werde ich jetzt mal ganz zur Not Blaze einfach mal opfern. Hört sich zwar doof an, aber ich habe keine andere Wahl. Jetzt können wir, weil ich weiß nicht, ob er zum Beispiel hier mit Dings noch ankommen wird, mit, das ist schon Morlord oder so. Dafür brauche ich dann definitiv Chell ja noch. Steinhagel. Also nicht mal eine Dingsattacke? Eine Bodenattacke? Feuerschlag, aber naja. Stahlbohr ist schneller, das war aber auch nicht überraschend. Ja, warum ich aufnehme, wenn ich so krank bin, ist ganz einfach. Ich habe das Gefühl, wenn ich spreche, tut das dem Hals besser, als dass ich die ganze Zeit schweige und hier nur rumsitze. Jetzt zum Beispiel ist das gerade verwunderlich, ich habe jetzt weniger gehustet als die letzte halbe Stunde, wo ich still war. Bescheuert, ne? Siedewasser, los! Tschüss, Stahlobor. Da geht Stahlobor dahin. Und wie ich ja schon mal sagte, ich habe das Pokémon-Projekt wahrscheinlich schon dann aufgenommen, wenn es rauskommt. Hippopotamus. Ja, das machen wir auch mit Leonardo. Ist aber nicht so sein Signature, wie es aussieht. Voll der Cheat, denn jetzt gerade erst mit dem Sandsturm reingekommen. Wieso tut er mir jetzt schon weh? Cheat 3! Ha! Dafür kriegst du den Burn. Oh, kommt sogar ganz gut mit dem Bodycheck. Ich glaube, habe ich gesagt, ich wundere mich immer noch, dass jetzt derzeit die, dass wir jetzt die Arenaleitermusik der Höhenregion haben. Nachdem wir ja eigentlich Johto, nicht Johto, sondern Kanto hatten. Ja. Da hat wohl jemand ausgenutzt, dass seine Lieblingsmusiken hier reinzupacken. Aber ganz ehrlich, ich würde es auch nicht anders machen. Kolossand. Oh Gott, das kommt ja hier mit Geist Erde an. Geistboden. Weißt du was? Das mach ich anders. Das wird Jusus machen. So, komm, Chef. Alter, wie sieht denn Kolossand hier aus? Das ist sein Signature. Verfolgung. Alter, ernsthaft? Nein. Oh. Also wenn Verfolgung so wenig abzieht, ne? Wie viel zieht denn Flügelschlag ab? Gucken wir uns das mal an. Mist. Was geht's, Leonardo? Oh, wie er mich predicted hat. Nein! Alter, wie der mich predicted hat. Da bettet der voll den Gigasauger.
Nein, was mache ich denn da? Ich wollte. Oh, jetzt brauche ich hier noch selbst. Jetzt brauche ich hier gerade selbst Mist. Ich wollte Justus reinschicken. Alter, wie der mich predicted hat. Tja, war wohl nix. Alter, da haut er den Gigasauger raus, wo ich auf Leonardo wechsle. What the hell? Ja, ich will nicht nochmal werken. Bitte sag mir, dass ich einen Beleber habe oder so. Scheiße. Ey, ich pack das nicht, ne? Da zieht der hier voll den Gigasauger ab. Ja gut, er scheint aber gerade nicht allgemein irgendwie machen zu können. Aber warum setzt er die ganze Zeit um sich selbst zu heilen? Na klar. Hör doch mal damit auf. Wie viel wohl Dings abzieht? Nach Nebel, ob das besser ist? Boah. Könnte der Sandsturm übrigens auch mal wieder aufhören? Ist jetzt schon eine Weile her? Nö. Ist das jetzt so ein für immer da Sandsturm? So, ich muss nochmal heilen, weil ich kann jetzt nicht riskieren, gleich mit Chillian nur noch rumzulaufen. Also, Kolossan kann Hypnose, Gigasauger. Mehr hat bis jetzt aber nichts gemacht, ne? Alter, wie der nervt mit seinem Gigasauger. Hör mal auf damit. Und dann stimmt, kannst du auch mal aufhören zu wirken. So. Nochmal Verfolgung. Ich hoffe mal, dass irgendwann ein Volltreffer rauskommt. Immerhin hat Justus ja Glückspilz. Der Gigasauger müsste aber auch jetzt so langsam mal alle sein von ihm. Ja, wie es aussieht. Ist dieser Sandsturm wirklich so eine unendlich Sache? Och ja, klar. Eisenabwehr. Erhöht deine Verteidigung. Dann weiß ich ja, mit was ich gleich nur angreifen werde. Hä, hast du keine Attacken sonst? Der wird wahrscheinlich noch eine Bodenattacke haben, ne? Das ist doch Quatsch. Warum hast du keine Geistattacken? Ja, okay, ja, gut. Hä? Was? Nein! Wo doch, das war richtig. Ich bin gerade selbst verwirrt. Ach. Hä, du hast doch noch Gegner-Sauger? Moment, das ist immer nur 5 KP, 5 AP. Das müsste aber jetzt mindestens sein letzter sein. Da, da, da. Nachtnebel! Ja, ich werde jetzt bestimmt nicht mehr angreifen. Hä? Der müsste doch gleich einen Gigasauger mehr haben. Voll das Cheating hier. Ich meine, klar, Arenaleiter cheaten allgemein sowieso, aber. Das hier? Hallo! Weg mit dir! Dankeschön! Bitte lass irgendein Bodenwasser-Pokémon sein. Komm schon. Ah, oh, ein Drach. Oh, ein Drach. Doch, 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 doch. Drach ist gut. Wie gut, da haben wir ja zum Glück den Zauberschein. Okay, also hätten wir Leonardo nicht mehr so dringend gebraucht. Ja, ist gut. Aber er kommt bestimmt gleich mit Knirscher so ein Kack an, ne? Bam! Hau ab. Oh, fast. Feuerolem, okay. Nicht parallel. Glück gehabt. So, dann wollen wir das mal hier beenden. Zauberschein! The fuck? Ich will kurz mal meine Nase putzen. Und dann switcht der hier auf Rabigato rum? Hallo? Das könnte aber problematisch werden. Wenn wir jetzt nicht schneller sind. Wir sind nicht schneller. Scheiße. Nein, komm, das hältst du aus, das hältst du aus.
Ja, das ist so ein klitzekleines Problem. Der wird doch bestimmt auch irgendeine Gesteinsattacke haben, der Sack. Ja, sie haben dann nochmal hochbekommen von dem Fall. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben es durchgeschafft. Wieso hat er denn 5 Pokémon? Ich bin mit 4 ausgegangen. Oh Gott, ist das ein Ernst? Bitte sag mir, dass ich irgendeine Beere habe, die die Verwirrung wegmacht. Weil dann nehme ich diesen Angriff gerne. Damit kann ich dann beide wegputzen. Fallgebeere. Oh nein, natürlich nicht. Ich habe auch nicht sowas wie einen Hyperheiler oder einen Kack. Oh Gott. Bitte komm durch. Ja, dein Knirscher macht Justus im Grunde nicht. Alter. Komm bitte, Justus, komm durch. Toll. Ja, schön. Komm, Ross hat schon erledigt den Rest wenigstens. Ja. Alter. Da habe ich jetzt aber mal mega getrollt gehabt. Mit seinem Vibrava. Das hat er einfach austauscht. Ey. Also, sie können ihn schlagen. Das ist nicht das Problem. Es war einfach gerade nur so, was? So. Erstmal brauche ich Items. Ich habe keine Heil-Items mehr. Also, ein erstes Pokémon ist natürlich easy. Rein da. Das ist so easy, dass ich schon wieder fast vergessen habe, was er dann eingesetzt hat. Moment. Oh, ich fühle mich, als hätte ich so einen Kettenraucher, weißt du? So. So, ich brauche erstmal 20 Hilbertränke. Werde aber auch gleich nochmal 6 Beleber kaufen. Und. Jo. 10 Aufwecker. Nee. Lass ich gucken, ob der vielleicht Dings hat. Hyperheiler schon, aber nein. Hi. Hallo? Der redet nicht mit mir. Tada. Es war auch auf jeden Fall ein Pokémon, wo ich sagte, oh, jetzt habe ich das falsche Pokémon dafür drin. Deswegen wird Leonardo gleich zu Anfang reingeschmissen. Das war auch das Problem gewesen, wo wir Blaze opfern mussten. Weiß natürlich nicht, ob wir Blaze überhaupt noch geschafft hätten. So, hier bin ich wieder. Zeig, was du kannst. Und jetzt weiß ich wenigstens, was dieser Schleimhaufen da unten ist. Kolossan. Gott, was war jetzt nochmal sein erstes Pokémon? Stalobor, genau. Da mussten wir Blaze ja opfern. Siedewasser! Da-da-da-da-da! Und es reicht. Oh, Crit! Leonardo, wunderbar. Da-da-da-da-da. So. So, Typopoterus. Nein. Bleiben drinnen. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Siedewasser! Kriegen wir den Burn? Was? Diesmal hat's gereicht? Seltsamer Roll. Das war letztes Mal noch ein Viertel, hat er noch gehabt beim letzten Mal. Da kommt Colossand. Problem ist natürlich der Gigasauger. Das Problem ist aber, ich habe mich gerade so vorangekrabbelt da. Ich riskiere es einfach mal. Wir haben jetzt einen Belieber dabei. Da 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 da. Siedewasser. Komm, zieh nicht zu viel ab. Obwohl auch noch verbrannt. Sehr schön. Oh, bitte zieh nicht so viel ab. Zieh nicht so viel ab. Das ist Non-Stab.
Das ist Non-Step. Ey, wenn jetzt der Sandsturm mich ausnockt, ne, dann kriege ich einen Katzreiz. Boah. Sehr schön. Was? Du Bastard. Boah. Nein. Tut mir leid, Leonardo. Jetzt brauche ich dich, Blaze. So. Beleber. Auf Leonardo, genau. Aber somit opfert er gerade seinen Vibrava. Das auch noch voll daneben schlägt. Ein Superschall. Wundernice. Und da geht die Brava dahin. Oh, jetzt kommt er mit Rabigato schon an. Also, was konnte Rabigato? Rabigato hat Angeberei eingesetzt und kam mit Knirscher an. Ne, weißt du was? Ich gehe jetzt hier mega Risiko. Das hat diesmal kein Bedroher. Das hat doch gerade Bedroher gehabt. Komm, verbrenn dich. Burn Body. Ja! Und dann kriegst du jetzt noch den Flammsturm ab. So, die nächste Runde werde ich dafür nutzen, Leonardo zu heilen. Finde das schön, der Sandsturmschaden wird geheilt. Hä? Hochmut erhöht den Angriff? Stimmt überhaupt? Hä? Hochmut erhöht den Angriff nur, wenn er ein Pokémon besiegt. Das, was du hier gerade machst, ist Adrenalin. Ist das dein Ernst? Stand schon Schaden. Schaden wieder geheilt. Hä, mal auf mit dem. Das ist totaler Quatsch. So, ich brauche jetzt irgendein Pokémon, was seinen Kram da tankt. Und es wird useless sein. Aua. Nein, ich wollte eigentlich heilen. Ich wollte eigentlich Blaze wieder überleben. Bitte. Dankeschön. Gut, das war Rabigator. Bing, wir sind 30. Da kommt Kolossan zurück. Das ist dann wieder der Auftrag für Leonardo. Wie gut war das an den beiden letzten Pokémon, Rabigato und wie brav war mal eben so geopfert für Kolossan. Hab ich absolut nichts gegen. Und tschüss, Kolossan. Das war's jetzt aber, ne? Nein, doch, das war's. Hypopoterus hatten wir ja schon. Hypopoterus. So. Yeah. Ja. Ich verliere tatsächlich. Yep. Dieser Kampf war ein Treibsand, der mich ohne mir eine Chance zu geben verschlungen hat. Ich akzeptiere den Stärke und überreiche dir das hier. Der Sandorden. Der fünfte Orden, richtig? Darum erhält so Zusatz auf diesen Bonus hier. Behinderte Sandsturm, oh Gott. Jetzt kommt er mit diesen nutzlosen TMs an, ne? Euch schon mal aufgefallen? Seit der vierten Arena kommen jetzt nur diese nutzlosen TMs. So, ich gehe mich heilen. Oh. Die Salara-Wüste entstreckt sich im Westen, aber sollten wir wirklich gleich aufbrechen? Ja, ich habe soeben eine Nachricht von Colosso erhalten. Er hat sich erneut als Rüpel getarnt und Team Rocket infiltriert. Es gibt Gerüchte über einen alten unterirdischen Tempel, vielmehr dessen Ruinen. Team Rocket glaubt sicher, dass Lysam dort den Stein der Weisen versteckt hat. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie den Stein und das Buch besitzen. Du weißt also, wer ich bin. Tut mir leid, das ist in Ordnung. Ich bin nur sehr eigen, was meine Privatsphäre angeht. Ich kenne viele wichtige Trainer. Ich bin genauso wissbegierig wie mein Vater.
Ich bin auf dem Weg nach Raftel City, um ihm zu beweisen, wie stark ich geworden bin. Aber zuvor muss ich Team Rocket schlagen. Ja, wir bestrafen diese Typen, stellen Stein und Buch sicher und konzentrieren danach wieder auf unsere Ziele. Adam, schön, dass du gekommen bist. Du hast es gehört, oder? Machen wir uns auf den und stoppen Team Rocket vor ihrem Vorhaben. Du hast bereits deinen 5. Ohren, richtig? Das werde ich noch nachholen, denn im Moment gibt es Wichtigeres. Bereite dein Pokémon auf den Trip durch die Wüste vor und kauf genug Tränke. Auch deine Pokémon werden an Kraft verlieren. Hier, das möchte ich dir noch mitgeben. Du kannst es sicher gebrauchen. Vom Stärke. Oh. Danke für deine Hilfe. Du bist ein wahrer Freund. Wir haben vor allem Stärke bekommen. Juhu. Deine Pokémon. Und war eine Nixdorf, Robin. Yeah. Ja, Leute, würde ich mal sagen, ich gehe jetzt Tränke kaufen, werde mir jetzt richtig eindecken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir in die Salara-Wüste gehen. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.